Heute sind wir an der Donau. Today we are at the Danube River. Das ist hier nicht weit von Immendingen und in Donaueschingen ist bekanntlich die Quelle der Donau. We are here now at the very beginnings of the Danube River, which is flowing into the Black Sea nearby to the Ukraine. Also dieser kleine Fluss, der wird zur großen Donau und fließt bis zum Schwarzen Meer, bis eben nach Rumänien. Und von Rumänien ist es nicht mehr weit in die Ukraine. But as you can see, the Danube River is disappearing here. Und das ist hier die berühmte Donauversickerung. The Danube River is vanishing here. And as it is and was a very dry winter, und weil es in diesem Winter sehr trocken war, ist es nicht nur eine Donauversickerung, sondern es ist sogar so, dass sie komplett verschwindet. It was a very dry winter with no snow and nearly no rain. You can see the Danube River is completely vanishing here. Normally there is here still a little part of the river left, also normalerweise ist da noch ein bisschen Wasser, aber jetzt nach diesem Winter, und wir haben jetzt heute den 6. April, ist es hier komplett trocken. We are now deeply in the river of Danube. Normally there is a little less water left here, but in this year it's totally dry. Es ist hier komplett trocken, und hier sieht man, dass also in besseren Zeiten auch etwas mehr Wasser hier lang fließt. Und bei Hochwasser würde ich jetzt gerade noch mit dem Kopf herausschauen. In flood times I would drowning here in the water, because at the end of this part of the river we can see how high the water is in flood times. Also da ist eine Stange und da kann man sehen die Höchststände der letzten Jahre, wohin das Wasser ansonsten hier reicht. The Danube River is starting nearby here in Donaueschingen, about 20 kilometers from here. Also bis hierher von der Donauquelle sind so ungefähr 20 Kilometer von Donaueschingen aus. And you can hear in the background a train. Hier ist in der Nähe auch die Eisenbahnstrecke nach Stuttgart. Hier ist the railway to Stuttgart from Lake Constance to Stuttgart. Also from Zurich in Switzerland also to Stuttgart. Gerade vorhin ist der Schnellzug aus Zürich hier durchgerauscht, mit dem man also auch von Zürich bis Stuttgart fahren kann. Da ist das Flussbett hier sogar noch ein bisschen tiefer. Hier, the Danube River is much more deeper. And
Here is a little less water left. Hier sieht man noch ein bisschen Wasser. Und der Untergrund ist hier sehr porös. Also underground is here like Swiss cheese. And therefore the water is disappearing here. And at the end of the video, am Ende des Videos, sehen wir eine Stelle, eine von vielen. Die anderen sind wahrscheinlich nicht so bekannt. And at the end of the video, we go to one place where the water is coming back. Da kommt an der Aachquelle das hier versickerte Wasser wieder heraus. Soon we are entering the last part of this deserted area of the Danube River. Und gleich kommen wir auch zum Wanderparkplatz, wo man mit dem Auto hierher fahren kann und sich dann an die Donauversickerung anschauen kann. In front you can see a path made of stones. Hier hat man ein paar Felsblöcke in die Donau geworfen und wenn hier mehr Wasser ist, dann muss man über diese Felsblöcke drüber gehen. This is a path through the Danube River made of stones for the times when the water is flooding here. Und dann kann man trotzdem noch an dieser Stelle durch den Fluss kommen. Wir probieren es dann mal. We take this stony path to the other side of the normally river with much more water. Das sind hier dann doch ganz ordentliche Schritte, die man zurücklegen müsste, wenn hier wieder Wasser ist. Und dann sehen wir auch gleich, and soon we can see here the normal tide of the Danube River. Here the 2-year average, der zweijährliche Durchschnittshochwasserstand, oben above the 10-year and the historical absolute height, also hier der historische Höchststand von mir mehr 401 Zentimeter oder 4 Meter. Und dann ist hier das ganze Tal überflutet. Unser highest part of the water here, you have a flooding of the whole valley here. And fortunately, zum Glück kommt das nicht so oft vor. Fortunately, there's not very often a total flood with a completely flooded valley here. Und dann gibt es da noch ein paar Erklärungen. There you can read a little bit on the vanishing of the Danube River here. Und dann geht es auch schon hinauf zum Parkplatz. Walking to the parking place nearby to the railways. Und hier ist ein Viadukt der Eisenbahn, die hier sogar bis Stuttgart elektrifiziert ist. Und hier a barbecue place in the summer.
Hier kann man auch an der Donau grillen. Muss dann nur ungefähr 100 Meter vom Parkplatz hierher laufen. A last view on the vanishing Danube River. Ein letzter Blick. Und dann geht's hinauf zum Auto. Then we are going back to the car and driving to the well of the Ach und fahren zur Achquelle. Das ist eine Stelle, an welcher das hier versickerte Wasser wieder herauskommt. Deshalb sehen wir uns gleich wieder. See you later at the well of the Danube River. Ungefähr 12 Kilometer weiter südlich kommt das Wasser der Donau wieder heraus. About 12 kilometers in the south, the disappearing waters of the Danube River is here coming out. This is the well of the Ach. Das ist hier die Achquelle und die Ach fließt in den Bodensee, also nur etwa 20 Kilometer weiter. The small river of Ach is flowing into the Lake of Constance and ending there. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen um, weil der Parkplatz auf der anderen Seite ist. The parking place is on the other side of the well. And we make a walkthrough around the well of the Ach. Also wir machen hier einen Rundgang um die Achquelle herum. With old houses, mit schönen Fachwerkhäusern. Und hier einer ehemaligen Mühle. And this was a mill in former times. And still is, but not used at the moment. Oberhalb der Achquelle gibt es auch noch eine Ruine. There is a ruined castle upon the hill, on the well here of the Ach. Aber diese Ruine, da ist nicht mehr viel erhalten. It's a small ruined castle. You cannot see very much. Und hier sind wir schon auf dem Parkplatz angekommen. Mit einem letzten Blick auf die Achquelle
endet dieses Video. And with the last view on the Well of Saar or Fountain of Saar, this video is ending.